Die Reise von Sulkarnain. Ich werde euch jetzt natürlich nicht die ganze Reise von Sulkarnain hier berichten, weil das ist nicht die Aufgabe des heutigen Unterrichts. Wer diese Reise von Sulkarnain lernen möchte, soll sich bitte, würde ich auf jeden Fall empfehlen, den 261. Koranprojekt. Bitte schaut euch Koranprojekt 261 ein, die Reise durch Universum. Da berichte ich ab dem Vers 83 der Sure El-Kef über die Reise einer Person durchs Universum. Und das ist die Person Sulkarnain. Also warum sage ich das jetzt? Nach den Versen auch über eine Person berichten, die sehr höchstwahrscheinlich, wir wissen natürlich nicht 100%, ob das die Reise wirklich durchs Universum gewesen war, aber wenn ihr euch den Unterricht 261 anschaut, tue ich genug Hinweise darlegen, dass bei Sulkarnain diese Reise keine normale Reise gewesen war. Ich möchte aber in diesem Zusammenhang mal die wichtigsten Fußnoten dazu jetzt mal hier sagen, damit wir das in diesem Fluss auch versuchen zu verstehen. Eines Tages kommen die Juden, oder einige sagen, die Muschrikun waren es gewesen, aber es waren höchstwahrscheinlich die Juden, und die kommen zum Propheten a.s. in Mekka und stellen dem Propheten einige Fragen. Ja? Diese Fragen sind die Fragen von Ashab-i Kehf, was ist mit der Seele? Und sie fragen ihn nach Sulkarnain. Wer war Sulkarnain gewesen? Weil die Juden, Ahl Kitab, sie kennen auch Sulkarnain. Und es vergeht eine Zeit, da möchte ich jetzt nicht weiter rein. 2, 3 Wochen. Und dann kommen die Verse herabgesandt. Sie befragen dich, o Mohammed, nach Sulkarnain. Achtung, Kul, sprich, ich werde euch über ihn eine Geschichte verlesen. Nicht die Person ist hier wichtig, sagt der Prophet, sagt Allah, ja Mohammed, sagt zu ihnen, ich werde euch nicht über wer ist Sulkarnain berichten, das ist nicht wichtig, wer Sulkarnain ist. Was hat er gemacht? Ich werde euch über ihn eine Geschichte erzählen. Und dann fängt der 83. Vers der Sure Kef an und geht ich betone fast, bis zum Schluss und berichtet über die Reise von Sulkarnain. Das ist eine enorme Reise. Ich sage es nochmal, schaut euch das bitte im 261. Koranprojekt ein. Ein umfangreicher Hadith von Uqba ibn Amir über Sulkarnain berichtet, welcher in Verbindung auf die Frage der Juden berichtet wird. Der Prophet antwortete sinngemäß. Achtung, er beantwortet auch einem Hadith, wer Sulkarnain gewesen war. Jetzt, passt mal auf. Er war ein Kind der Römer. Diesen Hadith berichte ich jetzt sinngemäß. Er war ein Kind der Römer. Er gründete, also mit Römer heißt, er kommt aus Europa. Er gründete Ägypten und Alexandria. Danach nahm ihn ein Engel in den Himmel und fragte ihn, was er da sehe. Nachdem Ägypten und Alexandria, jetzt werdet ihr natürlich sagen, Alexandria hat Alexander der Große gegründet. Ja, mit dem heutigen Namen, aber das heißt nicht, dass da vorher auch eine Stadt gewesen war. Dann kommt ein Engel, nachdem er Ägypten und Alexandria gegründet hat, und nimmt ihn in den Himmel hoch. Nach oben. Und fragte ihn, was er da sehe. Der Engel fragt Sulkarnain, was siehst du da? Und Sulkarnain sagte, im Universum, zwei Städte und andere Städte sehe ich. Danach erhob er ihn weiter und fragte, was er sehe. Und er sagte, eine Stadt. Danach erhob er ihn wieder und fragte erneut. Und er antwortete, ich sehe die Erde. Interessant. Danach sagte der Engel, dieses Meer umfasst die Erde. Allah sandte mich, damit du es den Unwissenden berichtest und die Gelehrten standhaft machst. Danach brachte der Engel ihn zum Wall der Mauer. Dieser war so groß wie 2 normale Berge. Auf dem Wall war es glitschig. Danach brachte er ihn zu Jejuj und Mejuj. Und danach brachte er ihn zu einem Volk, dessen Gesichter, Achtung, Hunde ähnelten und die mit Jejuj und Mejuj kämpften. Danach erhob er ihn weiter zu einem Volk, es geht immer wieder weiter nach oben, das mit dem Volk kämpfte, welches Gesichter wie Hunde besaßen. Jetzt, das ist die Aussage unseres Propheten a.s. sinngemäß. Wer berichtet das? Unter anderem Ibn Kessir in seinem Werk und sagte über die Aussage,
dass dies nicht authentisch, pass auf, er sagt, Ibn Kathir sagt, diese Aussage kann doch gar nicht authentisch sein. Warum sagt Ibn Kathir, diese Aussage kann nicht authentisch sein? Weil keiner in den Himmel steigen kann, sagt er. Natürlich, Ibn Kathir hat im 12. 13. Jahrhundert gelebt. Er sagt, ich kann mir das nicht vorstellen, die Aussage kann doch nicht authentisch sein. Wie soll denn jemand in den Himmel fliegen? Und dann sagt er, subhanallah, er verstehe nicht, warum so eine authentische Person wie Ebu Zurra al-Razi so etwas berichtet und den Rest dieses Berichts im Werk Delail al-Nubuwa zitiert. Ganz klar. Weil er das auch nicht richtig begriffen hat. Ibn Kathir ist ein sehr großer Gelehrter, aber er sagt natürlich in seiner Zeit, wir hätten das Gleiche gesagt, wie soll da jemand in den Himmel steigen? Ja, das ist die Aussage von Ibn Kathir. Der umfangreichste Bericht über Zulkarnain wird von Wehb bin Munabbih berichtet. Dort kommt vor, dass Zulkarnain, und das ist sehr interessant, also wir erkennen hier erstmal ganz klar, dass Zulkarnain eine Reise gemacht hat, was nicht auf der Welt gewesen war. Dann wird von Wehb bin Munabbih berichtet über Zulkarnain, die Nacht, das Dunkle auf sie wirft und es umfasste ihre Münder, ihre Häuser und sie allsamt. Das hat Zulkarnain gemacht und Ibn Kathir berichtet das. Was sagt er? Zulkarnain hat so eine Macht gehabt, der hat das Dunkle auf sie geworfen und als er das Dunkle, das Schwarze auf sie warf, hat das ihre Münder umfasst und ihre Häuser allsamt. Das ist wie Science Fiction. Das ist wie Science Fiction und das wird in unseren Büchern berichtet. Dann wird auch berichtet, bei Taberi Tarikh wird auch berichtet, dass Zulkarnain, Khidr und Ilyas in das Dunkle reisten. Sehr wichtige Personen, Zulkarnain, Khidr und Ilyas in das Dunkle reisten. Dann wird bei Ibn Kathir berichtet, wieder, aber er stuft als Israeliat ein, aber es wird berichtet, dass Zulkarnain bindet sein Pferd an den Stern Surayya. Sehr interessant. Er berichtet das, Ibn Kathir, und sagt, das muss Israeliat sein. Dass Zulkarnain sein Pferd an den Stern von Surayya bindet. Surayya könnt ihr googeln, das ist der 7er Sternhaufen im Sternzeichen Stier, Plejades genannt oder M45. Warum sagt man sowas? Ich sage das insgesamt, es besteht hier sehr hoch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Reise nicht auf der Welt gewesen war. Dann wird von Ali ibn Abi Talib berichtet, Ibn Kathir sagt das, die Wolken wurden zu seinem Diensten gestellt und ihm wurden die Wege dargelegt. Die Wege dargelegt. Dann steht zum Beispiel auch geschrieben in Ezraki, Zulkarnain lebte zur Zeit Abrahams, er machte mit ihm zusammen den Tawaf. Ja? Die Bedeutung seines Namens, also Zulkarnain, Besitzer der beiden Hörner, Zul, Besitzer der beiden Generationen, oder Besitzer El-Qarn, Qarn heißt auch Jahrhundert, Besitzer der beiden Jahrhunderte, Besitzer der beiden Zeiten, Herrscher über die Zeiten. Gibt es auch Bedeutungen, die dort gesagt werden. Es gibt viele, viele Bedeutungen, die gehen hier als so weiter. Es wird unter anderem auch behauptet, das habe ich auch in meinem Unterricht 261 gesagt, das ist eine sehr schwache Behauptung, ich sage sie aber mit, dass Zulkarnain und Idris gleich sind. Idris alaihi salam und Zulkarnain sollen die gleiche Person sein. Warum? Denn beide hoben von der Erde hinauf. In Koran, in der Sure Maryam, im 56. und 57. Vers steht geschrieben, Veskur fil kitabi Idris, und erwähne auch im Buch Idris, innehu kane siddiqan nabiyya, er war ein Wahrhaftiger und ein Prophet, Achtung, wa rafa'nahu, und wir haben ihn erhoben, mekanen aliyya, zu einem hohen, emporen Ort, nach einem Ort nach oben emporgehoben. In der Bibel heißt Idris, wie? Henoch. Das ist übrigens hier, Henoch, das Buch Henoch, Kitabul Idris genannt. Das ist eine Apokryphe des Alten Testaments, Kitabul Idris, das Buch von Henoch. Und Henoch ist Idris alaihi salam. Und in diesem Buch, das zu den Apokryphen des Alten Testamentes zählt, könnt ihr euch hier im Deutschen kaufen, stehen sehr, sehr interessante Geschichten über gefallene Engel, über das Universum, über die Reise von Idris bzw. Henoch. Und im Alten Testament, das heißt im Genesis 5,
23 bis 25 steht geschrieben, die gesamte Lebenszeit Enochs betrug 365 Jahre. Also Enoch, Idris hat 365 Jahre gelebt. Henoch war seinen Weg mit Gott gegangen. Dann war er nicht mehr da, denn Gott hatte ihn aufgenommen. Achtung, dieses, dass er nach 365 Jahren von Gott aufgenommen worden ist, ist nicht, dass er gestorben ist. Denn Idris, also Enoch, wurde mit einer bestimmten Sache, die von oben nach unten kam und die Rauch aufgedeckt hat, im Buch steht das geschrieben, in Enoch, genommen. Und mit diesem Rauch zusammen ist er nach oben gegangen. Das sind ganz klare Verse im Buche von Enoch. Jedoch, dass Enoch der gleiche wie Zulkarnain ist, ist eine sehr, sehr schwache Aussage. Zu der Sache von der Sure Kef und Zulkarnain, dann berichtet Allah subhanahu wa ta'ala über die Reise von Zulkarnain und berichtet dort über ein wichtiges Wort. Das ist normalerweise das Zauberwort in dieser Geschichte von Zulkarnain. Und das Zauberwort, das wichtigste Wort, was in der Sure vorkommt bei der Geschichte von Zulkarnain, ist فَأَتْبَعَ سَبَبَا und erfolgte einen Sebeb. Und der Sebeb ist kein Grund, wie im Türkischen wir sagen, sondern Sebeb ist nach dem Konsens der Gelehrten, der Sprachwissenschaften, der linguistischen Sprachwissenschaftler, ja, eine Sache, ein Sebeb ist, wenn du von unten nach oben steigst. Ihr kennt doch, wenn Dattelpalmen gibt, dann wenn einer nach oben steigen will, nimmt er ein Seil und dann geht er so nach oben. Das ist ein Sebeb. Dieses Seil nennt man auch Sebeb. Alles, was von unten, das sehen wir auch im Koran, in dem Koran, Projekt 261, könnt ihr das sehen, alles, was dich von unten nach oben bringt, ist ein Sebeb. Und wir sehen, dass Zulkarnain diesen Sebeb, was ihn von unten nach oben genommen hat, فَأَتْبَعَ سَبَبَا, diesen Sebeb gefolgt ist und ist dann die erste Reise angetreten zu dem Ort, wo die Sonne untergeht. Oder? Und wo ist die Sonne untergegangen? In einem schwarzen Loch, für Aynin Hamie, steht im Koran geschrieben. Der Koran hätte auch sagen können, Zulkarnain ist in den Osten gereist. Aber er ist nicht in den Osten gereist. Er ist an dem Ort gereist, wo die Sonne untergehen wird, also der Solar Apex Gegend. Dort ist er gegangen. Dort hatte sie in einem schwarzen Hamie, im schwarzen Schlamm bzw. Loch untergehen gesehen. Von dort ist er wieder weitergereist, nachdem er einen Sebeb gefolgt hat, ist auf den Ort gegangen, wo die Sonne aufgegangen ist. Solar Antapex nannte sich das. Dort war er und von dort ist er dann wieder weitergereist, nachdem er einem Sebeb gefolgt ist, was ihn nach oben gebracht hat oder fortgeführt hat und hat dort Yejuj Mejuj gesehen und hat ein Volk, was von Yejuj und Mejuj angegriffen wurde, hat er eine Mauer gebaut und sie von Yejuj und Mejuj geschützt. Bitte, ich sage nochmal eins, schaut euch das Koranprojekt 261, inshallah, an.